Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 15, die zweite Lesung des Gesetzentwurfs der Fraktion der Freien Demokraten, Schnelle Schiene Hessen, Gesetz zur Gründung der Hessischen Gesellschaft für Schieneninfrastruktur, Hessisches Schieneninfrastrukturgesellschaftsgesetz, die Abkürzung spare ich mich jetzt, freue mich aber auf mal wieder eine Mobilitätsdebatte. Und zur Einbringung hat sich Herr Dr. Naas gemeldet und ich weise darauf hin, dass die PGF sich darauf geeinigt haben, dass wir 7,5 Minuten Zeit haben. Herr Dr. Naas, Sie haben das Wort. Ach, es ist zu spät für mich. Entschuldigung, aber danke für den Hinweis. Natürlich brauchen wir als erstes die Berichterstattung. Die hat Herr Stirböck von den Freien Demokraten. Ich wollte schnell sein und war deswegen langsamer. Erwischt. Erwischt. So, ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, Herr Präsident, der Ausschuss für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen empfiehlt dem Plenum den Gesetzentwurf abzulehnen. CDU, Bündnis 90, die Grünen, die Linke gegen Freie Demokraten bei Enthaltung SPD und AfD. Vielen Dank für die Berichterstattung. Nun aber zur Einbringung bzw. zum Anfang der zweiten Lesung. 7,5 Minuten, Herr Dr. Naas. Wenn ihr euch da einigen könntet. So. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, der Herr Verkehrsminister hat eben um, ich glaube, 17 Uhr gesagt, ich zitiere, wenn Sie ein besseres ÖPNV-Angebot machen wollen, brauchen Sie schlichtweg mehr Schiene. Und wenn Sie mehr Schiene wollen, Herr Al-Wazir, dann müssen Sie unserem Gesetzentwurf einfach nur zustimmen. Denn dieser Gesetzentwurf sorgt dafür, dass Sie die Kompetenz bekommen, mehr Schiene umzusetzen in Hessen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und da nützt natürlich auch nichts, hier wieder die großen Projekte wie vorhin zu bemühen, was die Deutsche Bahn alles baut, hier in Hessen und wo es vielleicht mal ein bisschen Bewegung in der Sache gibt. Die bisherige Bilanz ist ja nach knapp 9 Jahren auch eher mau mit 5 Kilometern neue Schiene. Und dann werden ja dann hilfsweise dann auch immer die Projekte angeführt, das haben Sie heute wieder gemacht, die Sie da sozusagen auf dem Weg haben. Aber es sind natürlich noch nicht wirklich realisierte Projekte. Und es nützt auch nichts, die regionalen Projekte zu nennen. Und es nützt auch nichts, das eine kommunale Projekt zu benennen, wo das Land mit 16,3% beteiligt ist. Das ist die Regionaltangente West. Die haben wir hier als positives Beispiel zugrunde gelegt in unserem Gesetzentwurf. Nein, wenn wir Schiene in Hessen in eigener Zuständigkeit voranbringen wollen, dann brauchen wir eine Schieneninfrastrukturgesellschaft. Und glauben Sie es mir, so dumm ist der Gedanke nicht, denn er findet sich ja sowohl im grünen Wahlprogramm als auch im Koalitionsvertrag. Also bessere Referenzen kann man ja hier für einen Gesetzentwurf der FDP gar nicht haben in diesem Haus. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich habe alles noch einmal durchforstet nach Argumenten Ihrerseits, lieber Herr Al-Wazir, und ich habe keines gefunden. Wir haben uns ja bei der Einbringung da schon drüber unterhalten. Da haben Sie sich noch einmal selbst gelobt, haben noch einmal die ganzen Projekte, die ja natürlich wie immer auf der Zielgerade sind, hier betont. Aber ein Argument gegen unseren Gesetzentwurf haben Sie bei der ersten Lesung nicht gebracht. Nun, da habe ich gedacht, wartest du mal ab, wie die Anhörung so läuft. Die war natürlich positiv für uns. Die DB hat positiv votiert, die IHK, die Initiativen für die Reaktivierung der Kreis Offenbach, der Regionalverband, der Rheingau-Taunus-Kreis, ganz wichtig auch der RMV. Selbst die Stadt Frankfurt
war hier positiv auf unserer Seite. Also man kann von überwiegend positiven Stellungnahmen sprechen. Nein, der BUND war auf Ihrer Seite. Ich sage es gleich vorweg. Und es haben sich auch noch andere gefunden. Aber insgesamt war das eine für uns positive Anhörung. Und dann habe ich gedacht, nach der Anhörung gibt es ja das Gespräch und die Diskussion. Da kommen jetzt die Argumente der Regierung und der Koalition gegen unseren Gesetzentwurf, die uns natürlich dann überzeugen werden. Aber auch da kam gar nichts. Und dann habe ich aber doch ein Argument gefunden, und zwar in der Eisenbahntechnischen Rundschau. Die muss man lesen. Also keine Angst, Bild war groß genug. Und in dieser Eisenbahntechnischen Rundschau werden Sie gefragt, Sie haben sich kürzlich skeptisch zum Vorschlag einer Landesgesellschaft zur Planung von Schienenprojekten geäußert. Warum? Und da sagen Sie, der Grund ist sehr einfach, denn der allergrößte Teil der Schiene ist in der alleinigen Zuständigkeit des Bundes, und wir haben nur 400 Kilometer, und die gehören auch noch den Städten und Kreisen. Und dafür lohnt sich eine Landesgesellschaft nicht. Das ist das einzige Argument, was Sie in der ganzen Diskussion gebracht haben. Und ich darf Ihnen mal sagen, dem liegt ein komplettes Missverständnis unseres Gesetzentwurfs zugrunde. Unser Gesetzentwurf beinhaltet nicht, dass Sie am Ende hier Schienen, die vorhanden sind, in die Bewirtschaftung übernehmen, sondern es geht darum, erst einmal neue Schienen zu planen und umzusetzen. Und für diese Schienen geht es natürlich am Ende auch um die Unterhaltung. Und ich habe auch nichts dagegen, wenn diese Gesellschaft so schlagfertig ist, dass sie dann auch bestehende Schienen, die der Hessischen Landesbahn gehören, oder bestimmten Kreisen auch übernimmt. Aber die eigentliche Motivation dieses Gesetzentwurfs war natürlich, neue Schienen zu beplanen und umzusetzen. Und daran tut es in Hessen Not. Und deswegen nützt es auch nichts, sich auf 16,3% Landesbeteiligung bei der Regionaltangente West zu berufen. Das Problem ist doch nicht, dass es die Regionaltangente West gibt. Sie ist ein positives Beispiel. Sondern das Problem ist, dass in Ihrer Amtszeit das Land sich immer nur bisher am Ende beteiligt hat. Aber Sie müssen die Projekte mal selbst anschieben. Und dafür muss es eine Schieneninfrastrukturgesellschaft in Hessen geben. Dann werden wir Sie auch in Ihrem eigenen Engagement und Taten messen können. Und das jämmerliche Argument, dass es dann dazu führen würde, dass ja der Kreis Kassel vielleicht über Projekte in Südhessen mitbestimmen würde. Das kann ich auch entkräften. Wir haben in unserem Gesetzentwurf eine Holdingstruktur vorgesehen. Es soll Projektgesellschaften auf der regionalen Ebene geben, aber die werden natürlich geleitet und forciert vom Land. Das ist auch der entscheidende Punkt. Und deswegen braucht es hier mehr Landesengagement. Und deswegen ist es ein guter Gesetzentwurf. Und deswegen bitte ich Sie heute noch einmal, Ihr Verhalten zu überdenken und notfalls auch noch einmal im eigenen Koalitionsvertrag und im eigenen Wahlprogramm nachzugucken. Vielen Dank. Danke, Herr Naas. Für die CDU hat sich Frau Heitland gemeldet. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Die FDP spricht sich für die Gründung einer zentralisierten GmbH aus, um landeseigene Schieneninfrastrukturprojekte zu realisieren. Und als Vorbild soll das Modell der RTW GmbH dienen. Aber das ist ja genau der Knackpunkt. Bei der RTW GmbH sind eben genau nur jene Kommunengesellschafter, auf deren Gebiet die geplante Infrastruktur verläuft. Und bei einer zentralisierten GmbH nach dem Wunsch der FDP, welche neben dem Land Hessen auch Verkehrsverbünde, Hessen Mobil und Landkreise, kreisfreie Städte angehören sollen, würden Kommunen über Planungen mitentscheiden, von denen Sie überhaupt nicht betroffen sind. Doch, ich habe Ihnen zugehört. Sie haben aus der Anhörung einen völlig anderen Eindruck mitgenommen, als wir ihn mitgenommen haben.
Herr Dr. Naas, der Landkreis Marburg-Biedenkopf hat dazu in der Anhörung zu bedenken gegeben, dass allein die Bedürfnisse zwischen ländlichem Raum und Ballungsraum zu unterschiedlich sind, um in einer Gesellschaft vereint zu werden. Und ich habe mir noch mal ein paar Statements rausgeschrieben. LAG ÖPNV sieht die Kompetenzen der Kommunen durch den Gesetzentwurf zu stark eingeschränkt. Der HLB sieht den Gesetzentwurf kritisch, da der überwiegende Teil der Strecken im Bundesbesitz ist. Hessischer Städte sieht den Gesetzentwurf kritisch, da die kommunalen Aufgaben weitreichend auf eine Gesellschaft übertragen werden, aber die Finanzierung bei den Kommunen bleibt. NVV lehnt Gesetzentwurf ab. Marburg-Biedenkopf Ablehnung, da die Unterschiede, hatte ich gerade erwähnt, zu groß sind. Und auch andere Anzuhörende haben angegeben, dass der Gesetzentwurf viele Fragen offen lässt, die zunächst einmal diskutiert werden müssten, z.B. der Kreis Offenbach und auch der VHU. Das sind die Ergebnisse, die wir aus dieser Anhörung mitgenommen haben. Und wir halten es auch für töricht zu glauben, dass die Zentralisierung der Planungen eine Beschleunigung des Schienenausbaus zur Folge hätte. Anstatt effizienter Schienenplanung würden wir mit einer solchen Gesellschaft lediglich eine Plattform zum Austragen struktureller Konfliktlinien schaffen. Und das kann nicht in unserem Sinne sein. Die aufgeworfene Frage der Organisation ist aber nicht der einzige kritische Punkt beim Gesetzentwurf. Man muss sich auch ganz grundsätzlich die Frage nach der Sinnhaftigkeit bzw. sogar nach der rechtlichen Umsetzbarkeit stellen. Das Eisenbahnnetz in Hessen hat eine Gesamtlänge von 2.800 Kilometern. Das können Sie eigentlich auch im letzten Protokoll von der ersten Lesung noch einmal nachlesen. Das heißt, dass gut 86% bundeseigene Schieneninfrastruktur sind. Und das bedeutet, dass von vornherein ja fast 90% der Schiene in Hessen aus dem Aufgabenbereich, den Sie jetzt vorgeschlagen haben, herausfallen würde. Und die übrigen 14% sind in der Regel kommunale Schienennetze. Das heißt, das Land Hessen könnte also bereits rein rechtlich einen Übergang von Infrastrukturplanung auf eine zu gründende Gesellschaft gar nicht wirklich umsetzen, da es nicht der originäre Eigentümer der Schiene ist. Und zudem wäre so ein Übertrag auch ein Eingriff in kommunale Selbstverwaltung an der Stelle. Und wir haben uns gewundert, dass ausgerechnet die FDP bei diesem vorliegenden Gesetzentwurf wirklich bei der Berücksichtigung der realen Eigentumsverhältnisse in Hessen so etwas abliefert. Das fanden wir schon erstaunlich. Glauben Sie denn wirklich, dass eine Stadt wie Kassel, Darmstadt, Frankfurt bereitwillig eine eigene Infrastruktur in das Eigentum oder auch Rechte daraus einer Gesellschaft übertragen wird, in welcher dann alle Landkreise, kreisfreien Städte über das städtische Eigentum mitbestimmen? Das halten wir für höchst unwahrscheinlich. Die Gesellschaft könnte folglich allenfalls als Dienstleister agieren, gesetzt den Fall, dass sie von einer Kommune einen entsprechenden Auftrag bekäme. Aber ich habe es ja eingangs erwähnt, es hat die Anhörung ganz klar gezeigt, dass sowohl die kommunale Familie als auch die Verkehrsverbünde diesem Vorschlag der FDP sehr kritisch gegenüberstehen. Das bestätigt, ja, aus dieser wird eben ersichtlich, dass bei keinem potenziellen Infrastrukturprojekt die Übertragung etwaiger Planungen auf eine externe Gesellschaft in Betracht gezogen wird. Und wissen Sie, liebe Kollegen, ich hatte mir überlegt, wie kann ich mir das Ganze eigentlich bildlich vorstellen, und dachte so, ein erfolgreiches Projekt braucht ja Arbeitsteilung. Und das eben nicht nur bei der Verkehrsinfrastruktur. Und ich habe das mal verglichen, wenn ich eine Veranstaltung auf die Beine stellen will. Da gibt es einen Caterer für das leibliche Wohl, da gibt es die Schausteller für die Schaugeschäfte, es gibt einen Sicherheitsdienst, es gibt einen Rettungsdienst. Und die sorgen für den sicheren Ablauf. Und die Kulturschaffenden, die stellen das Programm auf die Beine. Also Arbeitsteilung. Und beim Gesetzentwurf der FDP könnte man glauben, Sie wünschen sich im übertragenen Sinne, dass zukünftig die Schausteller bei der Auswahl des Essens mitreden dürfen und die Sicherheitsdienste den Kulturschaffenden sagen, was sie zu singen haben. So ist es im übertragenen Sinne festzuhalten. Und deshalb abschließend, und dann
habe ich die gekürzte Zeit auch geschafft. Es gibt keinen kommunalen Bedarf an einer solchen Gesellschaft. Der Löwenanteil der Schiene befindet sich in Bundesbesitz. Und die Vorstellungen der FDP sind aufgrund der Eigentumsverhältnisse und der kommunalen Selbstverwaltung rechtlich schwer umsetzbar. Und wenn Ihnen das alles zu langsam geht, dann müssen Sie in dem Fall auch mal die Bundesregierung mit ins Boot nehmen. Und da haben Sie ja beste Kontakte zum Verkehrsminister. Und vielleicht geht da dann alles ein bisschen schneller. Bleiben wir also bei der Arbeitsteilung, und wir lehnen diesen Gesetzentwurf entschieden ab. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Heitland. Für die Linken hat sich Herr Gernke zu Wort gemeldet. Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren! Wir haben jetzt in 5 Debatten in den letzten 48 Stunden die Fragen des ÖPNV und der Mobilität unter jedwedem denkbaren Gesichtspunkt beleuchtet. Deswegen will ich jetzt nur noch es kurz machen zum konkreten Gesetzentwurf. Wir hatten bereits in der ersten Lesung gesagt, ich will das nicht alles wiederholen, dass die Intention des Gesetzes sicherlich nicht falsch ist, dass man sich stärker beim Neu- und Ausbau des ÖPNV engagieren muss und dass das Land die Kommunen dabei nicht alleine lassen soll und die Aufgaben nicht so abwälzen soll, wie das real geschehen ist. Aber ob das dann mit einer Planungs GmbH als geeignetes Werkzeug geschehen soll, hatten wir ja schon vorher unsere Zweifel, und die Anhörung im Ausschuss hat uns darin eigentlich eher noch bestätigt. Der Fahrgastverband Pro Bahn und Bus hat kritisiert, dass noch ein zusätzlicher Akteur geschaffen wird, obwohl das Geflecht jetzt eh schon sehr unübersichtlich ist. Und der BUND meinte, dass die Grundprobleme woanders liegen, etwa dass Haushaltsmittel von der Straße zur Schiene umverteilt werden müssten. Auf Unverständnis stieß auch, genau wie bei uns auch, warum die Planung ausgerechnet in einer privatrechtlichen GmbH gemacht werden sollte. Hatten wir ja schon damals angemerkt, die Unterstellung, dass es immer effektiver ist, wenn es privat ist, dass das immer besser ist, als wenn es demokratisch kontrolliert ist. Die teilen wir halt als Linke nicht. Und auch wenn das Wort Schieneninfrastruktur Gesellschaftsgesetz natürlich ein wunderschönes Wort ist, sollten wir uns vielleicht doch von dem konkreten Vorhaben verabschieden. Eigentlich keiner in der Anhörung fand den konkreten FDP-Gesetzentwurf so besonders gut. Haben wir eine durchaus andere Wahrnehmung als Sie. Und auch wenn es löblich ist, sich über die Beschleunigung des Schienenausbaus Gedanken zu machen, sollten es die richtigen sein. Dankeschön. Danke, Herr Gernke. Für Bündnis 90 Die Grünen erteile ich Frau Müller das Wort. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Wir sind uns ja einig, dass wir die Schieneninfrastruktur ausbauen wollen. Soweit herrscht hier Konsens. Wo wir uns nicht einig sind, das wird Sie jetzt auch nicht wundern, dass dieser Gesetzentwurf dazu beiträgt. Die subjektive Sichtweise auf die Wirklichkeit ist halt immer unterschiedlich. Wir haben es natürlich genauso nahegenommen wie die Mehrheit hier des Hauses. Ja, die Mehrheit des Hauses. Dass dieser Gesetzentwurf und die Gründung von der Gesellschaft und dann auch Tochtergesellschaft nicht zur Beschleunigung des Ausbaus beiträgt. Wir haben es im Koalitionsvertrag stehen, aber die Umsetzung wird ganz bestimmt nicht so aussehen wie dieser Gesetzentwurf. Dann könnten wir sehen. Ja, Eisenbahn dauert halt ein bisschen länger, ne? Also dauert auch der Gesetzentwurf ein bisschen länger. Und immer Geduld. Und ob das überhaupt noch nötig ist, wird sich auch noch, diese Frage wird sich auch stellen. Denn es ist ja schon allerhand passiert. Das haben wir ja im Laufe dieser Woche schon mehrfach dargestellt. Aber ich beziehe mich auch noch einmal explizit auf das Thema Schienenreaktivierung. Es wurde von der Kollegin Heitland ja schon perfekt ausgeführt, was das Land alles gemacht hat und warum das nicht dazu beiträgt. Aber ich will es noch einmal erwähnen, was sie noch nicht gesagt hat. Nämlich Hessenmobil hat im Jahr 2014 eine Studie gemacht der reaktivierbaren Strecken, obwohl Hessenmobil nicht dafür zuständig ist, aber als Serviceleistung für die Kommunen. Die wird ständig überarbeitet. Es ist ein Arbeitskreis Reaktivierung daraus entstanden. Das Land Hessen zusammen mit Baden-Württemberg war es, haben eine vereinfachte, standardisierte Bewertung dieser Schienenreaktivierungsstrecken auf den Weg gebracht, die auch im
im Bund jetzt endlich im Juli veröffentlicht wurde. Danach werden alle Strecken noch einmal neu bewertet und können dann auch schneller und besser gebaut werden. Ja, neue Schiene, ich rede ja von neuer Schiene, reaktiv. Ganz neue Schiene. Ja, ganz neue Schiene, dann erzählen Sie mir mal, wo Sie die ganz neue Schiene hinbauen wollen. Und warum verhindern Sie dann die ganz neue Schiene in Wiesbaden und die Straßenbahn Bad Vilbel? Alles, was wir gestern schon mal gesagt haben. Tun Sie doch einfach mal was. Unterstützen Sie aktiv die Kommunen vor Ort, da wo die Zuständigkeit ist, und sparen Sie sich dann das Gesetzesschreiben. Danke, Frau Müller. Für die SPD hat sich Herr John zu Wort gemeldet. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ja, in der Tat ist es so, dass in dem Koalitionsvertrag, Zitat, drinsteht, zur Beschleunigung von Maßnahmen werden wir die Einrichtung einer Landeseisenbahninfrastruktur prüfen. Steht da drin. Zitat Ende. Prima. Jetzt muss man sich natürlich fragen, prüfen Sie schon, prüfen Sie noch, wollen Sie noch prüfen oder sind Sie mit dem Schlafwagen unterwegs? Ich glaube eher, dass Sie mit dem Schlafwagen unterwegs sind, denn zumindest spürt man nichts. Ich denke aber, wir sind uns einig, dass eine bedarfsgerechte, leistungsfähige Schieneninfrastruktur als Rückgrat des öffentlichen Personennahverkehrs einen hohen Stellenwert haben muss und hoffentlich haben wird irgendwann. Denn die Verkehrswende wird nur mit einer gegenüber dem Ist-Zustand deutlich erweiterten Infrastruktur gelingen. Und da muss die Schiene natürlich eine ganz, ganz hohe Bedeutung haben. Hohe Bedeutung bedeutet natürlich auch, dass ein Ausbau der Bestandsstrecken zur Kapazitätserhöhung und Erhöhung der Geschwindigkeiten auch vorgenommen werden muss. Und hier müssen wir nicht auf den, oder müssen Sie nicht auf den Bund warten, sondern hier kann durchaus die Landesregierung auch tätig werden. Aber die Realität sieht anders aus, so ähnlich wie bei den Fahrradwegen. Da sind ja auch nur 13 Kilometer, glaube ich, sind es, Herr Minister, 13 Kilometer entstanden. Also von daher begrüßen wir den Anstoß der FDP, dass hier ein Gesetz auf den Weg gebracht wird. Ob wir da zustimmen oder nicht, sage ich später noch. Herr Al-Wazir hat im Frühjahr 2018, Zitat, Folgendes gesagt. Und das haben Sie auch immer wiederholt. Jeder Meter Schiene hilft. Das sehen die Angehörten übrigens ganz genauso, dass jeder Meter Schiene hilft. Allesamt sagen das. Aber, ja, aber, es bleibt beim Aber. Ja, es bedarf einer landesweiten und landesweit heißt auch landesweit Schieneninfrastrukturstrategie. Die gibt es aber nicht, diese Strategie, obwohl diese als Grundlage für die Realisierung einzelner Projekte äußerst wichtig wären. Und so könnten auch Wirkungszusammenhänge zwischen den Projekten berücksichtigt werden. Aber das kann ja noch werden, wenn Sie aus dem Schlafwagen aussteigen. Auch der Aufbau eines landesweiten Katasters, das die kritischen Stellen der Netzentwicklung benennt und damit die Informationsbasis bildet, ist längst überfällig an dieser Stelle. Kommen wir zum ländlichen Raum. Wenn wir den ländlichen Raum betrachten, dann ist gerade im ländlichen Raum die Schiene von immenser Bedeutung. Und da gibt es viele Trassen, die stillgelegt wurden, die man durchaus in Betracht ziehen könnte, wiederzubeleben. Ich erinnere nur an das Dreiländerdreieck Hessen, Thüringen, Niedersachsen. Da spielt sich derzeit nichts ab. Übrigens, wenn wir schon vom ländlichen Raum sprechen, dann hat die Landesregierung ja immer wieder betont, sie verlegt auch Arbeitsplätze in den ländlichen Raum, Behörden, Bildungseinrichtungen. Aber das tut sie ja nicht. Dann müssen Sie zumindest dafür sorgen, dass die Menschen aus dem ländlichen Raum in die Stadt fahren können, und das schnell und günstig. Und wenn ich an den Minister denke, dann
fällt mir immer wieder das Sprichwort von Goethe ein. Es ist nicht genug zu wissen, man muss auch anwenden. Es ist nicht genug zu wollen, man muss auch tun. Ich glaube nicht, Herr Minister, dass es Ihnen am Wissen fehlt. Das glaube ich wirklich nicht. Also, Sie sind schon ein schlaues Kerlchen. Aber beim Wollen, das... Oh. Ich glaube, da kriege ich Schelte von meiner eigenen Fraktion. Nein, nein, also das ist schon so. Ne? Ist schon so. Aber beim Wollen, da fehlt es, und beim Tun, ja, da stellen wir leider nichts fest. Ja, der Minister setzt auf ELISA, elektrifizierter, innovativer Schwerverkehr auf Autobahnen. Wenn man sich das einmal betrachtet, ich habe noch nie so einen LKW gesehen. Es gibt ja auch nur 20. Also die Wahrscheinlichkeit, einen Wolf, ich lasse keine Fragen zu. Also nach was? Also, ich lasse ja keine zu, aber trotzdem interessiert es mich. Also, noch einmal zurück. Ja, noch einmal zurück. Ich habe noch keinen dieser LKWs gesehen. Es gibt nur 20. Die Wahrscheinlichkeit, einen Wolf in Hessen zu sehen, ist ungleich höher als einen dieser LKWs. Aber man kann ja die Wölfin auch ELISA nennen, dann hat man auch ELISA gesehen. Das ist auch okay. Liebe FDP, die Praktikabilität Ihres Antrags muss noch einmal durchdacht werden. Die Schweizer sagen, wir müssen darüber hirnen, insbesondere darüber, wie die Beteiligung aussieht. Deswegen sagen wir wohlwollend Ihnen eine Enthaltung zu. Vielen Dank. Danke, Herr John. Für die AfD-Fraktion hat sich Herr Lichert zu Wort gemeldet. Herr Präsident, sehr verehrte Abgeordnete! Bei der, wenn ich richtig gezählt habe, fünften Debatte rund um das Thema öffentlicher Personennahverkehr, Infrastruktur etc. dürften wahrscheinlich die meisten hier schon gemerkt haben, dass wir den hier sehr verbreiteten Schienenfetisch nicht teilen. Aber natürlich müssen wir uns dem Thema der gefühlt unendlich langen, geradezu sklerotischen Planungsverfahren stellen. Und da sind wir erst einmal grundständig mit Sympathie jedem Vorschlag aufgeschlossen. Und dass die FDP hier, sag ich mal, eine Idee präsentiert, ist auf jeden Fall der Überlegung wert. Natürlich müssen wir gucken, ist diese Idee auch geeignet, die Ziele zu erreichen. Und bei solchen Fragen ist natürlich eine Anhörung immer ein sehr wichtiges Mittel. Und es war natürlich wie immer, alle Fraktionen ziehen aus diesen Anhörungen das heraus, was ihre Position, die sie vorher schon hatten, unterstützt. Und im Übrigen gibt es da eigentlich keine Veränderung in der Sache. Aber gut, das gehört wahrscheinlich zu den Regeln des Spiels. Wir sind ja noch in der Lernphase. So, jetzt lassen wir uns mal überlegen, was nun inhaltlich in Ihrem Vorschlag steckt. Sie haben selbst dargestellt, die Planungsgesellschaft Regionaltangente West, kurz RTW, das ist die Blaupause für Ihr Vorhaben. So, und es ist auch schon zutreffenderweise, da muss der Kollegin Heitland, Entschuldigung, durchaus mal recht geben. Ja, es ist natürlich die Frage, ob das, was zum Erfolg der RTW-Planungsgesellschaft geführt hat, ob das mit einer solchen Landesgesellschaft überhaupt funktionieren würde. Es ist der regionale Bezug. Die Stakeholder sitzen direkt dort am Tisch und haben natürlich auch ein absolutes Interesse daran, dass das Ganze funktioniert. Und auf Landesebene sieht das halt ein bisschen anders aus. Und wenn Sie das jetzt noch ein bisschen nachgeschärft haben, dann ist es ja eigentlich so, dass das, was die RTW-Planungsgesellschaft war und ist, dass das ja eigentlich die gewissermaßen Tochtergesellschaften wären innerhalb der Holdingsstruktur und dass Sie jetzt mit der Landesgesellschaft da ein Mutterschiff schaffen wollen. Und wenn doch eigentlich in diesem Planungsverfahren oftmals die vielen Schnittstellen, die zu bedienen sind, das Problem bilden, und viele Räder ineinander greifen müssen, damit diese Verfahren sich nicht endlos hinziehen, dann haben wir schon ein gewisses Problem nachzuvollziehen, warum mit mehr Schnittstellen, mehr Gesellschaften das Ganze besser funktionieren soll. Insofern können wir leider Ihren Antrag so nicht mittragen. Wir
bleiben bei der Enthaltung, möchten aber dem auch nicht aktiv entgegenstehen. Und ich hoffe, auch wenn Sie jetzt mal wieder maximal böswillig meinen Beitrag hier interpretieren werden, dass niemand jetzt ernsthaft auf die Idee kommt, mir Hass und Hetze gegen Schieneninfrastruktur zu unterstellen. Aber, sehr verehrte Abgeordnete, so schlimm können unsere Beiträge und Argumente gar nicht sein, denn Sie schaffen es ja nicht mal, vernünftig zu zitieren. Ohne eine böswillige Verzerrung dessen, was wir hier vortragen, quer durch alle Debatten, kommen Sie offensichtlich nicht aus. Das bestärkt uns in unserer Arbeit. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Lichert. Uns liegen keine Wortmeldungen der Fraktionen vor, sodass Herr Staatsminister, it's your turn. Vielen Dank, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich will zuallererst mal sagen, dass ich mir schon auffällt, dass wenn im Koalitionsvertrag steht, das ist ja bewusst so gemacht worden, dass man etwas prüft, dann macht man das ja, weil man überlegen will, was gibt es für Pro-Argumente, was gibt es für Kontra-Argumente, danach kommt man zu einer Entscheidung. Und wir sind zu der Entscheidung gekommen, dass eine solche eigene Gesellschaft am Ende wahrscheinlich deutlich mehr Aufwand als Nutzen hervorbringen würde. Und wir sind vor allem auch mit Blick darauf, dass es uns ja in den letzten Jahren gelungen ist, den Schienenausbau in Hessen voranzubringen, zu sagen, und den gegenwärtigen Strukturen zu dem Schluss gekommen, dass das keinen Sinn macht. So, deswegen, weil man das vorher nicht wusste, genau deswegen steht ja ein Prüfauftrag drin, und dann kommt man zu einem Ergebnis. Und ich will vielleicht schon mal sagen, was mir schon auffällt, ist so generell, dass es sehr oft hier einen Wunsch nach Zentralisierung gibt. Das hatten wir ja auch schon bei dem Gesetzentwurf der FDP zur Frage, Radschnellwege in die Baulast des Landes zu nehmen und Ähnliches. Und jetzt ist es eine grundsätzliche Frage, ob wir glauben, dass alles besser läuft, wenn man quasi eine Landesgesellschaft gründet, alles in die eigene Verantwortung nimmt und Kommunen dann in dem Fall aus der Verantwortung entlässt oder andere Player. Und meine Erfahrung einfach aus den letzten Jahren ist, dass dann oft genau das Gegenteil passiert. Und ich will Ihnen ein Beispiel nennen, Herr Kollege Dr. Naas, wenn ich Ihre Aufmerksamkeit habe. Wir sind 11,5 Jahre, alles gut, wir sind 11,5 Jahre nach Fukushima. Vor 11 Jahren. Und danach hat man gesagt, Atomausstieg, und jetzt muss ganz schnell das Stromnetz ausgebaut werden mit Gleichstromleitungen. Vor 11 Jahren hat man dann gesagt, damit es schneller geht, zentralisieren wir das bei der Bundesnetzagentur. Ich glaube, verantwortlicher Minister war Philipp Rösler. Und 11 Jahre später stellen wir fest, es ist kein Meter gebaut. Kein Meter. Und ich wiederum, sozusagen in den Bereichen, wo wir noch zuständig waren als Länder, bei den 380 kV-Leitungen beispielsweise, haben wir die hessische Variante, den hessischen Teil von Wahle-Meckla in eigener Verantwortung gemacht. Und Sie glauben es kaum. Erstens, wir haben es geschafft, alle zusammenzubringen, weil wir immer schön viel kommuniziert haben, weil wir auch näher dran waren, weil wir auch in eigener Verantwortung waren. Und wir haben es am Ende geschafft, Planfeststellungsbeschluss. Niemand hat geklagt, und die Leitung ist im Bau. Das ist, manchmal macht es auch Sinn, irgendetwas zu zentralisieren. Aber wir müssen uns schon überlegen, ob das am Ende wirklich im Sinne der Erfinder ist. Und deswegen ist meine Erfahrung der letzten Jahre, ja, man muss mit den Kommunen viel reden. Übrigens auch bei der Planungsgesellschaft der Regionaltangente West gab es viele muntere Diskussionen, auch mit Kommunen. Übrigens die dollsten Diskussionen hatte ich mit Fritz Krüger und Matthias Geiger, nur mal so in diese Richtung, aber das, die kennen Sie ja auch. Die kennen Sie ja auch. Und dementsprechend ist klar, da muss man auch viel kommunizieren. Aber wir haben es am Ende dazu gebracht, dass wirklich was vorangegangen ist. Und der Punkt ist halt, die sind selbst betroffen. Und ja, es stimmt, wir sind als Land beigetreten, aber eben nicht als Mehrheitsgesellschafter, sondern als Unterstützer und haben die Kommunen auch in der Mitverantwortung gelassen. Und das genau, diese partnerschaftliche Zusammenarbeit, die bei der RTW gut funktioniert hat, die zeigt, dass wir die Kommunen auch mit im Boot brauchen, dass wir aber nicht so tun sollten, als würden wir als Land quasi alles besser können. Wir wollen auch weiter, dass vor Ort entschieden wird und mit
gearbeitet wird, weil das bringt am Ende schnell ein Ergebnis. Der zweite Punkt, der mir wichtig ist, die meisten Projekte, die wir hier in Hessen haben, beim Schienenausbau, wir haben ja etliche, ich habe vorhin etliche genannt in der Debatte vor 2 Stunden, sind natürlich im Bereich von DB Netz, also der Deutschen Bahn. Und da will ich dann schon mal sagen, auch da braucht es Veränderung. Natürlich braucht es da Veränderung. Und deswegen ist es gut, dass im Koalitionsvertrag auf Bundesebene, ich hoffe, dass den Herrn Wissing da nicht der Mut verlässt, drin steht, dass man DB Netz und DB Station und Service zusammenlegt zu einer Infrastrukturgesellschaft, die, Achtung, keinen Gewinn mehr machen muss, sondern gemeinwohlorientiert arbeitet. Das ist Infrastruktur. Das würde helfen, dass wir da vorankommen. Ich gucke mal in die Reihen der Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten. Sie müssen dann auch gucken, da manche Gewerkschaften finden das nicht gut, aus Gründen, die ich nicht verstehen kann. Ich glaube, am Ende müssen wir alle ein gemeinsames Interesse daran haben, dass wir das wirklich wieder auch gemeinwohlorientiert machen können. Das fände ich gut, wenn uns das gelingt. Das würde sicherlich helfen bei den vielen Bereichen, die da auch vor uns liegen. Und ja, wir haben auch noch kommunale Projekte, die wir übrigens immer mit viel Geld unterstützen. Auch die Reaktivierungsprojekte beispielsweise oder auch, ganz wichtig, die kommunalen Stadtbahnprojekte, die U-Bahn-Projekte. Auch da haben sich ja in den letzten Jahren die Bedingungen deutlich verbessert. Das Bundes-GVFG wurde gerettet, es wurde aufgestockt und der Fördersatz wurde noch einmal erhöht auf 75%. Ich glaube, an diesem Punkt kann man sehen, dass wir insgesamt schnell vorankommen in diesem Bereich und dass wir das in den gegenwärtigen Strukturen schaffen. Und ja, ich glaube, dass das dazu auch Unterstützung des Landes braucht. Unterstützung in dem Fall, dass wir sagen, dass wir alles möglich machen, um finanzielle Förderung sicherzustellen, dass wir auch Druck machen. Bei der RTW war es so, das war ja, Herr Naas, ein Projekt, was lange brach lag, wenn ich das mal so sagen darf. Der Planungsauftrag war von 2005 des Magistrats der Stadt Frankfurt. Die Gesellschaft wurde 2008 gegründet und 2014 war immer noch nichts passiert. Und das war der Moment, wo wir gesagt haben, wir treten bei. Der Herr Maasberg war damals auch schon sozusagen an vorderster Stelle dabei. Und wir haben es am Ende sozusagen geschafft, wirklich diesen Laden ins Laufen zu bringen. Aber eben nicht, indem wir den Eindruck vermittelt haben, das machen jetzt alles wir, sondern indem wir die unterschiedlichen Verantwortlichen dazu gebracht haben, ihre Verantwortung auch wahrzunehmen. Und das werden wir dann auch weiter tun. Aber jetzt eine neue Gesellschaft zu gründen, das ist aus unserer Sicht nicht zielführend, sondern würde eher dafür sorgen, dass es erst einmal langsamer geht. Und das können wir wirklich nicht brauchen. Vielen Dank. Wir bedanken uns auch bei dem Staatsminister. Ich stelle fest, es liegen keine weiteren Wortmeldungen mehr vor, sodass ich die Debatte schließe. Wir kommen zur Abstimmung über den Gesetzentwurf der Fraktion der Freien Demokraten, Schnelle Schiene Hessen. Den Rest erspare ich uns und Ihnen. Und ich frage, wer ist für den Gesetzentwurf? Die Fraktion der FDP. Wer ist gegen den Gesetzentwurf? Die Fraktionen von CDU, Grüne und Die Linke. Und der Herr Kahnt. Danke. Wenn ihr euch bitte setzt, ist es besser für uns zu gucken. Und wer enthält sich? Das ist die AfD und die Sozialdemokraten, die Sozialdemokraten und die AfD. Damit ist der Gesetzentwurf abgelehnt worden.